Hi ho und herzlich willkommen hier in Joraiko bei Joraiko Staubschuhe. Bei Pokémon. Pokémon und Pokémon Reborn natürlich auch. Genau. Das Spiel, was wir spielen. Das da unten ist Pizzajuice. Hi Pizzajuice. Du musst jetzt Hallo. Nach oben gucken. Nach oben. Hi. Hi. So. Ich gebe dir die Jazz Hands. Ihr seht, Pizzajuice ist mal wieder zu Gast bei diesem besonderen Part, bei diesem besonders schwierigen Part. Denn uns steht Ciel bevor. Dieses Girl. Ich weiß gar nicht, wie viele Tries ich bei Ciel gebraucht habe. Nicht so viele, du hast das sehr... Ja, ich gar nicht so viele, ja. ...sehr stabil gemacht, aber bei meinem ersten One war sie eine der schwierigsten Gegnerinnen. Und auch wenn wir eine erfolgreiche Kampagne in den letzten 5-6 Parts hinter uns haben, mehr oder weniger, glaube ich, dass das heute wieder ein Part wird, der mir einiges abverlangt. Deswegen habe ich Pizzajuice hinzugeholt, damit er mir das Händchen halten kann. Alter Schwede. Ja, mit den Feldeffekten hier im Zirkusfeld. Ja, immer ein Schmaus in Reborn spielen. Flug-Pokémon. Okay, wir gehen das Ganze erstmal im Teambuilding an. Sarah als Eis-Pokémon sehe ich da. Ja. Slug nicht so sehr. Echo kann erstmal drin bleiben auf Verdacht. Molly muss ich mal gucken. Noel bleibt natürlich als Toxic Tank drin. Erstmal. Norway sehe ich da auch noch nicht unbedingt. So. Raus. Raus. Kannst dir mal meine geil benannten Pokémon anschauen. Schaut ziemlich cool aus. So. Matcha-Eis. Die haben hier auch nichts verloren. Corey könnte hier mal wieder eine Revival haben, aber nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Ja. Ja. Gut. Ja, also MyD könnte tatsächlich auch nützlich werden als Tank, aber das schauen wir erstmal. Sie fährt ja wahrscheinlich auch Kampf- und Feuerattacken und alles mögliche auf. Sie hat wahrscheinlich eine große Versatility. Yuki Onna ist, glaube ich, zu schwach. Die hält nichts aus, trotz Eistyp. Duck hat wahrscheinlich auch nicht so viel drauf. Julia holen wir rein. Julia sehr schnell auf jeden Fall. Ja, die performt immer gut, ist Elektro. Das ist eine gute Mischung. Pizzajuice hier leider heute nicht gebraucht, vermutlich. Dabei bin ich trotzdem hier. So. Sonic, ich glaube nicht. Gigi Sachs, Biene ist zu schwach, hält nicht Reborn aus. Hat so coole Shinies, sind viel cooler als die ursprünglichen Shinies. Okay, gib mir mal einen Tipp, was ist das letzte Pokémon, was wir für die Startempfehlung mit reinnehmen? Okay, sie hat Flug-Pokémon, ne? Ja, aber sie wird auch eine große Type-Cover haben. Ja, wahrscheinlich auch. Hier covern. Also ich glaube, ich schwenke so zwischen MyD, vielleicht ein Drachen. Naja, MyD ist halt noch zur Hälfte Ground. Ja, das stimmt. Ground-Attacken leider nutzlos. Gossi vielleicht, aber die hält auch nicht so viel aus. Vielleicht Trick Room. Trick Room mit Scholz hat mich schon ein paar Mal gerettet. Damit kann ich meine langsamen Pokémon als erstes. Ja, wenn deine Pokémon allgemein eher langsam sind das und du den Trick Room durchbekommst, ja. Das versuchen wir mal. Wir gehen in die Startaufstellung mit Scholz und Sarah. Ich weiß nicht, ob es ein Doppelkampf ist. Ich glaube ja. Dann versuchen wir. Oh, daran erinnere ich mich auch nicht mehr. Ja. Das kann gut sein, tatsächlich. Wir versuchen Aurora Veil und Trick Room hinzukriegen und gucken einmal, wie schnell sie uns im ersten Kampf zerstört. Im ersten Zug. Okay. Show me dance. Right, show me everything you've got. Schlechtes Französisch. Du kannst gerne Ringmaster haben. Ladies and Gentlemen. Genau, ja, die 20-jährige Ringmaster. Ach so, das ist die da? Ich dachte, der Ringmaster ist irgendein Typ. Ja. Ladies and Gentlemen. your attention please to an exciting exclusive challenge to the esteemed Agathe Ace Triumvirate of Leaders! Shit. Today, in the left corner, we have a returning challenger to Agathe, Aiko! Hat sie eine Heliumbombe verschluckt, oder? Halt die Fresse! And in the right corner, you've seen her prancing through the stage. And not just the stage, the very air itself! I'm losing my job. Dancing through the skies and hearts the same. She is Agathe Circus' very own spotlight starlet. Warum habe ich mir diese Stimme ausgesucht? Yeah! Woo! Woo!
Thank you, thank you. You are too kind, my fans, and too generous. This will be a 6-on-6 single battle. Single, like it should. Like it should be. Like it should be. Okay. Let us see how our performers dazzle us today. Yeah. I don't intend to disappoint, and I expect the same of you, Aiko. I want to see your very best. This is your moment, so show me what you can do. I want to see you bleed. Oh, okay. Togekiss. Ja. Nein! Flinched. Mann. Sehr gut. Okay. Wichtig. Wichtig. Ja, und jetzt versuchen wir mit Scholz hier noch irgendwie was rauszuholen. Ja. Noch Damage machen. Ja. Verbrennung. Sehr gut. Und natürlich Überreste. Okay. Dann gehen wir jetzt voll in die Offensive und gucken einmal, wo uns der Trick Room hinbringt. Ah, es ist langsamer. Ah, das ist natürlich kontraproduktiv. Egal, wir bleiben dran. Ja, ja, alles okay. Könntest du überleben? Oh, ist wieder geflincht. Bitter. Ah ja, ich habe keine Revives mehr. Fällt mir gerade ein. Habe ich vielleicht noch Cotton Candy? Das ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Sieht schlecht aus. Ja. Okay. Dann zählt dieser Versuch nicht. Fun Fact an Flinch gegenüber Flinches. Die gehen nur durch, wenn man outspeedet. Das heißt, du hast dich durch den Trick Room einfach selbst gekackt. Ja, das ist natürlich unerwartet. Unerwartet, dass man ein Reborn-Pokémon nicht outspeedet. Okay, so. Ich ändere die Strategie. Ich setze zuerst selber einen Versuch, Togekiss-Dingens wegzubekommen. Und dann hole ich Scholz raus, um gegebenenfalls mit Trick Room nachzuhelfen. Das hört sich gut an. So, einmal fast 1000 Revives. Jo. Okay. Ciel sieht sich mit diesem Haufen Cotton Candies auf deinem Rücken. Was ist das? Ich bin bereit. Warum war sie gerade Armedierin? Aurora Veil. Broken as hell. Okay, kein Problem. Trotz des Flinchens. Das ist ärgerlich, sehr ärgerlich. Aber traurigerweise bist du jetzt halt paralysiert. Das ist mir relativ egal. Das ist in Ordnung. Ah, ja, aber come Paralyse, on. Paralyse senkt die Initiative. Ja. Um 70%, glaube ich. Ja, gut, also mit dem Flinchen, mit dem Paralysieren hat sie mich komplett ausgeboostet. Das ist scheinbar die Strat hier. Paralyse ist auch so broken. Initiative senken und technically ab und zu mal nichts machen können. Das ist wirklich vielleicht der stärkste Statuseffekt. Und sie hat Roost. Na klar, Roost und Überreste. Überreste, Elektro bringt gar nicht so viel. Dann versuchen wir mal mit Charge Beam uns ein bisschen hochzupowern. Vielleicht bringt es ja was. Ja, wenn sie sich jetzt weiter versucht gegenzuheilen. Okay, noch ein Stat Boost. Na ja, gut. Ich glaube, dass dieser Versuch schon mal durch ist. Meinst du, ja? Mhm, ja. Ist das jetzt ein Hotline Miami? Dann nimm einfach die Reference hin. Ja, okay. Gut. Wir versuchen, den klassischen Weg des Giftes zu gehen. Toxic! Ja, auch du hast Toxic Spikes auf ihr. Ja. Ist natürlich auch sehr useful. Toxic Spikes. Weiß ich nicht, ob das bei dem Feld und bei Flug-Pokémon so useful ist. Effektet das Flug-Pokémon? Gute Frage. Nee. Ich probiere erstmal Toxic. Ja. Natürlich. Heilen vielleicht? Ja. Blub, 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 blub. Ich liebe dieses Geräusch. Es hat mich durch Reborn gecarried. Ja, wen nicht? Noch nicht ganz, aber. Wen nicht? Das gute alte Toxic. Ah, sehr schlau von ihr. Okay. Ja. Jetzt wird's ernst. Feuerflug. Sie hat leider jetzt keine wirkliche Schwäche gegen Eis mehr. Das ist schade. Wir probieren es erst einmal mit Confuse Ray. Confuse Ray, ja. Bisschen Zeit schinden. Sehr gut. Ah,
Einmal Reserven auffüllen, bisschen Schadensbegrenzung betreiben. Come on. Ja! Ich hab Glück. Sehr gut. Jetzt drauf. Sorry, wenn ich ein bisschen nasal klinge. Ich bin immer noch erkältet. Ist okay. Hast du gerade gesehen? Ich hatte das große Glück, dass sie gefriert und dann ist sie im ersten Zug wieder aufgetaut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Okay. Gefrieren ist auch so ein komischer Statuseffekt, weil es ist im Umkehrschluss wie Schlaf, aber es hat andere Conditions, je länger man... Siehst du, was gerade passiert? Wir befinden uns gerade in der Endlosschleife. Die Roost-Abwehrspirale. Scheinbar haben viele ihrer Pokémon Roost, ne? Auch ein sehr cooler Angriff. Scheiße. Ja, das war's. Jetzt. Ja, jetzt sweept sie durch. Ja. Das ist mir auch passiert bei meinen Tries oft. That's it. Ding. Es ist so das Flinchen auch immer. Ja. Ein Mist! Dann ist sie gleich wieder Austausch, wenn das Toxics ist wieder rammt. Dann bin ich hoffentlich bereit. Es scheint drin zu bleiben. Jetzt, ja. Okay, also so ab 70% Leben scheint sie auszutauschen. Ah ja, die Toxic Spikes funktionieren. Ja, damn. Oh, jetzt kommt der Earthquake, der starke. Ja? War das jetzt ein Reset? Meinst du? Ja, ist gelaufen. Ja. Weil sowas... er war vergiftet. Ja, aber das ist ein Gift-Pokémon, damit heilt er sich. Ach so. Ja, das ist. Stimmt, ja, das ist ja irgendwie seine Fähigkeit. Ach so. Ja, wenn sowas bei Reborn in der Phase des Spiels fehlschlägt, kannst du direkt neu laden. Das bringt ja. Ihr habt immer so kleine Softspots, die passieren im Kampf, dass man weiß, man muss einfach resetten. Nicht geflincht, sehr gut. Mhm. Und hochpowern. Come on. Come on. Ja, Glück, großes Glück. Come on. Schade. Erstmal heilen, sie tauscht wahrscheinlich sowieso aus. Bin ich mir relativ sicher. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich passieren, ja. Oha. Ah, doch nicht, wow. Ja, okay. Bin ich sehr zufrieden mit. Ja. Sie wird jetzt wahrscheinlich austauschen oder sie stirbt. Beides ist gut. Kann sein oder sie stirbt, ja. Ja. Okay, es tauscht aus. Das ist aber auch gut, weil das Togekiss ist jetzt eigentlich redundant. Das sweept mich jetzt wahrscheinlich mit Erdbeben weg, aber ich kann ja so. Das macht sehr viel Schaden, ja. Ich probiere es trotzdem. Acrobatics wird auch sehr viel machen. Oh, wow, es hat überlebt, okay. Ja, nicht genug. War guter Schaden, aber da es sich jetzt wieder hochspammt, ist es natürlich ärgerlich. Es ist ja auch so OP. Das heißt, es heilt sich, wenn es vergiftet ist und dementsprechend kann es auch nicht, kann es auch keinen anderen Statuseffekt bekommen, weil es ja schon vergiftet ist. Ist ja super stark. Wow. Wir brauchen jetzt ein schnelles Pokémon. Irgendwas, was outspeedet. Nicht Elektro, es ist Boden. Da könnte nur Petal Blizzard funktionieren. Das wäre dann neutral. Ja, das war dumm. Du hast recht. Ja. Okay, gut. Okay. Ja, Julia, das war nicht mal knapp. Der Kampf ist eigentlich gelaufen, ich probier's jetzt noch einmal mit Sarah. Ja. Vielleicht outspeedet Sarah, dann würde es reichen, ja, sehr jetzt gut. Jetzt gibt's noch Hoffnung. Könnte man sich noch recovern. Warte, was war's? Was wird eingesetzt? Minior, das ist der kleine Stern. Dieser kleine Stern mit der Schale. Der sollte nicht so gefährlich sein, da versuche ich jetzt mal ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Ja, sehr gut. Bravel, sehr gut. Wichtig. Ja gut, so viel dazu, ne? Das ist immer noch sehr viel Schaden. Acrobatics ist natürlich in dem Feld mit der Verstärkung One HP, hey. Massiv. Ja, Noel heilen, hört sich gut an. Okay. Mhm. Shell Smash. Ja, ist mir recht. Bitteschön, nimm mein Gift. Oh. Das hat keine Wirkung gegen das. Funktioniert nicht? Nee, wegen dem Shell. Aber was? Ja. Das wäre krass, wenn das wirklich so ist. Und es ist geboostet. Es ist geboostet. Ja, dann ist es jetzt vorbei. Ja, okay. Ja. Absolut over. Ja. Schade. Oh! Es ist ja super schwach, es hat eine super schwache Defense. Scheinbar schon. Wenn ich noch einmal schneller rankomme, war es das. Ich muss jetzt einmal wiederbeleben. Das könnte es
Das aber könnte... es hat jetzt plus 4 auf Speed, ne? Ja, aber wenn ich einmal vorher drankomme, war es das für das Spiel. Ja. Oder Hagel! Ich muss Sarah Hagel, wieder reinholen. Ja, stimmt, der Hagel. Ah, oh, ich muss Sarah wieder reinholen. Hagel hat, soweit ich weiß, aufgehört, aber ja, wenn du Sarah wieder reinholst, dann geht's. Dann, ist das Ding erledigt. Muss ich's nicht mal für heilen. Ja. Ist okay. Tschüss. Per Default gut, raus. Ja. Kann ich den Zug nutzen, okay, um zu heilen. Kannst du noch zu heilen, ja. Wahrscheinlich Revival, ja. Ja. Bye, bye. Okay, noch 4. Technically 3, weil das Togekiss hat 1 HP. Ist vergiftet. Da ist es auch. Das ist ein Free Turn. Return to heal. Ja, das wird wehtun. Uff. Aber sturdy, hey. Oh, der Hagel bringt das um. Ja, okay. It's whatever. Stay strong. Ich weiß gar nicht genau. Jetzt hat sie noch ihr Feuervieh. Ja, das hatte sie noch. Doppelschwäche gegen Eis. Jetzt muss ich nur zuerst drankommen. Stimmt, ja. Das ist... Ja, gut, okay. Ist sie natürlich dann auch gegen Eis-Pokémon abgeschirmt. Ja. Ja, schwierig. Ich sehe da nicht mehr so viele Chancen, aber wir halten noch ein bisschen durch. Okay, vielleicht eine Schnapsidee, aber... Ja, okay, jetzt ist schon zu spät. Was denn? Er hat jetzt gesagt, du machst Trick Room, wechselst dann das, Vulnona ein. Ja, ja, das ist kein schlechter Zug, aber so schnell sind ihre Pokémon insgesamt tatsächlich gar nicht. Also das ist bisher gar nicht so das Problem, dass sie schnell sind. Ja, aber dein Vulnona wurde jetzt halt outspeedet von dem Vieh. Ja, das stimmt. Das wäre halt cool gewesen. Das stimmt, hast du sehr recht. Echt, ja, das ist schon mal... Ist zwar lame, aber also, notwendig, ne? Ist so das... Toxic ist der Messias Reborns. Ja. Molly hält gut durch, meistens. Da könnte man vielleicht Schadensbegrenzung betreiben, weil wenn ich es nicht tue, war es das. Das ist sonst zu wenig gerade. Come on, Molly. Ja, Molly regelt. Okay, jetzt schnell wieder sollte alle hochscammen. Sollte noch einige Hits tanken, ja. Man. Okay, das ist in Ordnung. Okay. Kann man mitarbeiten. Vor allem, weil Neuwehren sich gleich selbst sprengt. Ja, okay. Ja, das ist schaffbar. Zwei noch. Das ist schaffbar. Sie hat ihr Vogelfieh noch. Das ist auch sehr stark, also das... Ja, nee, das brauche ich nicht, das riskiere ich nicht. Obwohl, ich habe ja auch sonst nichts gegen das Ding. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Aurora Veil? Ich weiß es nicht. Ist halt auch so schnell, ja. Also... Ah, gut, wenn sie es jetzt hochpowert, ist natürlich Game Over. Wenn sie dich tötet, dann kriegt sie irgendwie einen Boost. Okay, Confuse Ray, sehr gut, wichtig. Hagelschaden ist auch gut. Come on, come on, come on! Es ist geboostet, aber es ist noch verwirrt. Also du hast noch... Könntest noch... Das ist ein guter Einwand. Wenn es sich jetzt selbst verletzt, dann müsste es tot sein. Come on. Müssen wir jetzt noch verwirren. Ja, ja. Okay. Snapped out of it, schade. Dann war's das wahrscheinlich. Vielleicht kann ich den Hagel noch... vielleicht hält der Hagel noch lang genug. Das wäre zwar das Billo-mäßigste des Billo-mäßigen, aber das heißt ja nichts. Ja, hustet sich ohne Ende hoch. Ja, das ist... Ah, drei Hagel... Ja, na, drei mindestens. So lange wird's nicht halten. Nee, wahrscheinlich nicht. Schade, Mann. Warte, Echo hat Sturdy, wenn er voll ist. Ja. Eine Ultra-Potion! Und die kommt jetzt! Die hat sie nicht beim Togekiss eingesetzt, die hat sie nicht bei anderen. Ja, krass. That's it. Ja, that's... So, wir probieren einmal ganz cheap mit Bauset das Feld auszutauschen. Ja, ich habe einen Simsoler, was das manchmal für mich macht. Genau, also deswegen sage ich noch, es ist okay, man könnte das auch mit einem anderen Non-Legendary tatsächlich machen. Also das ist jetzt ja, nicht... Ja, also das ist eine Valid-Strat, ne? Das Feld einfach auszutauschen. Ist jetzt nicht völlig out there.
Ah, das startet sogar so, sehr genau, gut. Genau, ja. Das ist natürlich... Sure. Ja, gut. Diese Flinches! Das kann doch nicht sein. Aber warum kommt die Flinches so oft? Also am Feld kann es ja nicht liegen, weil nee, das ist am Feld, ich dachte ersetzt. Auch, dass es am Feld liegt, aber das ist also, dann einfach die Chance recht. Muss ja wirklich sehr hoch sein. Vielleicht hat sie ein Item, was die Zufallschance erhöht. Das dachte ich mir auch, aber Togekiss hat ja Überreste. Ah, richtig. Ja, dann also ist es einfach Pech. Ist einfach nur, ja. Oder die Weebon-EntwicklerInnen haben die Chance einfach auf 90%. Die Chance? 50-50. Wow. Nee, das muss ich jetzt recherchieren, wie viel R/Flinch-Chance hat. Also das kann ja nicht sein. Das ist ja ridiculous. Es könnte auch sein, dass Togekiss eine Fähigkeit hat, die das erhöht. Das, ja, das stimmt, da hast du recht. Das könnte wirklich sein. Kannst ja mal gucken, welche Fähigkeiten Togekiss hat. Ja. Dann ist es natürlich klar, dass sie diese Strategie hat, dass es sich hochheilt, ständig Flinchen einsetzt. Um den Gegner gleich erstmal aus der Balance zu werfen. 30%? Wow. Flinchen, das ist wirklich sehr hoch. Ja. Nicht ohne. Come on. Ja, und dann muss Togekiss ja... Dreimal in Folge, das kann doch nicht bei 30% nur sein. Shit. Feld ist wieder normal. Das wusste ich nicht, dass das nach ein paar Zügen nachlässt. Aber ich bin jetzt ziemlich geboostet, vielleicht bringt's ja was. Ja, gut. Okay, alter Schwede. Die Chance muss eher so bei 50% Minimum sein. Ja, sie hat die Fähigkeit Edelmut. Verdoppelt die Chance, dass bei einer Attacke mit Zusatzeffekt dieser auftritt. Ja. 60%. Das heißt, 60%, das ist insane. Wow. Jetzt kommt Minior. Ja, das ist der kleine Ding. Boy. Ja, da hat das Boosten auch nichts gebracht. Schade. Okay, remember, du kannst ihn nicht vergiften, ne? Wenn er in der Shell ist. Aber der war ja nicht so stark eigentlich. Das müsste ja. Vielleicht macht der Shell Smash. Der hat sich dann geboostet, vielleicht. Ja. Aber vielleicht verschwendet er Zeit damit. Okay, macht Acrobatics. Aber das ist doch eine Flugattacke gegen Eis. Ja, das ist trotzdem neutral, scheinbar. Und es wurde durchs Feld geboostet, ja. Ja, das sowieso. Das tut weh. Komm, Cory, sei mal schnell. Warum kriegt Brave Bird keinen Damage Boost vom Feld? Das ist doch schon wieder so richtig willkürlich. Ja, stimmt. Das wahrscheinlich werden nur spezifische Attacken geboostet. Wie es oft so ist. I mean. Okay, sie hat ihre zwei Ultra Potions an Minion verschwendet. Ja, das ist gut, das stimmt. Das ist nicht so schlecht. Ich muss unbedingt Schadensbegrenzung betreiben. Ich brauche jemanden, der was aushält. Bin sehr überrascht, dass die hier so oft heilt. Also ich habe das eigentlich eher selten, dass. Ich glaube, zwei Tränke. Trainer heilen, ja. Ist die Heilung einsetzen. Ja, booste dich nur. Damit kann ich arbeiten. Damit kann ich gerade arbeiten. Das ist okay. Ah, schade. Jetzt musst du outspeeden. Wahrscheinlich. Ich habe niemanden, der outspeeden kann. Das wird nichts. Vielleicht Max. Na gut, Sarah. Er hat sie ja auch geboostet. Stimmt, ja. Wahrscheinlich verloren. Hagelstorm, baby! Minio, Echo hat Sturdy, aber ob das reicht? Ja, doch, dann reicht das doch. Doch, bestimmt. Das reicht sicherlich. Ja. Sehr gut. Naja, gut, das war auch ein Crit. Mein Team liegt in Trümmern. Mein also Team ist das, ziemlich, das ja. Das war's. Ja, ich glaube, wärst du früher auf die Idee gekommen mit Sturdy, mit dem Sturdy. Müssen wir uns echt die Sturdy-Fähigkeit merken, die so stark hier gegen sie. Ja, schade. Aber fürs nächste Mal. Sturdy ist One-Shot-Proof. Gift und die Heilung, das ist ridiculous. So, wir sind seit einer halben Stunde dabei. Aber vielleicht kommen wir auch langsam voran. So.
Gut, Corey hat irgendwie nicht so performt. Nee. Aber ich habe jemanden, der die Attacke hat. Hier, er hat Acrobatics und er ist schnell und er wird jeden Zug schneller. Das könnte was bringen. Ja. Wird jeden Zug schneller. Okay, aber lass mich dir einen Tipp geben. Mhm. Du musst das Item entfernen. Weil Acrobatics macht doppelt Schaden, wenn es kein Item hat. Das macht einen Sharp Beak. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich glaube, das erhöht Flugattacken. Aber das, ja, das kann würde gut sein. Immer noch nicht, wird es immer noch aber nicht wieder aufbiegen. Ist, sie dann auch weggesweept wird. Ich probiere es jetzt einmal mit Samson. Ausgerechnet, wie poetisch wäre das, wenn Samson Ciel besiegt? Ja? Nee? Pizza Juice? Pizza Juice! Ja, bestimmt, ne? Halt dein Maul! Okay. Let's go, Samson. Okay, Samson. You did well, Samson. Samson wurde einfach instantly gehumbled. You don't belong in this fight. Scheiße. Gut, wir bleiben bei Gift. Das ist gegen Togekiss, glaube ich, das effektivste. Oh Mann. Ein kleiner Tipp, du kannst X gedrückt halten, dann skippst du die Dialoge sehr, sehr schnell. Interessant. So. Shiny Form von Noelle sieht so... Das klingt vielleicht komisch, aber die sieht so lecker aus, so delikat. Okay. Sie sieht aus wie so ein Treat. Okay. Schneid das raus, schneid das raus! Nee, ich stehe jetzt zu meinem Wort. Mist. Ah, Mist. Auch immer so unkonkret, wenn sie auswechselt. Echt, ne? Come on. Das ist der Revelation Dance. Wow, es macht wirklich keinen Schaden. Nein! Daneben! Toxic ist daneben gegangen. Jetzt. Okay, immerhin. Stimmt, Toxic, Fun Fact, hat eine Genauigkeit von 90, außer es ist ein Gift-Pokémon. Dann hat es 100. Hm, cool. So, jetzt bitte nochmal mit den geboosteten Werten voll drauf. Come on. Noel, gib ihr. Ja, das ist doch schon ganz schön. Ist zwar nicht effektiv, aber es ist vollkommen stark. Ausreichend. Das Vieh ist tot. Tot, sage ich dir. So, soll ich jetzt schon meinen Full Restore verballern? Ich habe nur einen. Ja. Ja gut, aber ich krieg auch bald Ultra Potions her. Also wenn ich für Ciel, für wen dann? Wenn ich Oricorio wegbekomme, ohne ein Team in Trümmern zu haben, dann ist das ein großer Sieg. Das ist ein sehr starkes Punkt. Das ist jetzt der Try. Meteor. Oh nein, ist Level 76. Das ist egal, im Kampf Ich glaube doch, aber hey. Mal gucken. Wir probieren es mal. So, jetzt kommt das Stein. Das war ja so bitter. Jetzt kommt das Steinvieh, Meteor. Pizza Juice. Was machen wir? Samson? Wahrscheinlich, oder? Ja, Acrobatics und Samson ist. Tot, oder? Stimmt. Aber das Vieh kann doch wahrscheinlich nicht, oder? Doch, das hat es eingesetzt, die letzten Male, ja. Ich probiere es mit Bauset. Ja, könnte klappen. Hast du auf jeden Fall schon mal das Feld los? Psychic sollte sehr viel Schaden machen. Das ist sogar One-Shotten. Almost! Ja! Hab ich ein Glück. Sehr gut. Okay, wichtig. Läuft nicht so schlecht, Gliscor. Ja, Gliscor. Psychic, oder? Bleib ich bei Psychic. Ja, du hast das Feld noch aktiv. Ja. Keine Verstärkung für Erdbeben, ja. Guter Damage. Jetzt werde ich weggesweept. Jetzt wird Bosette natürlich nicht, ja. Ich glaube, das Feld hält auch nicht mehr so lang. Ja, wobei, es könnte noch ein, zwei Züge halten. Ja, ich glaube, ein bisschen hält es noch. Jetzt muss ich aufpassen, dass es sich nicht wieder hochheilt. Vielleicht Sarah und ein Eisangriff? Ich weiß nicht. Dachte ich mir auch, ja. Ja, sehr gut, das ist weg. Wow, läuft deutlich besser. 3 Pokémon to go, Torkoise ist vergiftet. Aber noch healthy, noch so 70% Leben. Kann mir aber nicht so viel anhaben. Mit deinem Team geht's sehr gut.
bist sehr gut aufgestellt. Ja, heil dich. Das, heil dich bis zum Ende aller Tage. Keine Rolle. Das ist mir so scheißegal. Can't install the toxic store. Das macht auch nicht so viel. Und es ist okay, ne? Weil gerade finde ich es okay, ich habe mich jetzt auch nicht nur auf Toxic verlassen in diesem aktuellen Kampf. Nö, ich finde den Kampf so, wirklich sehr ausgeglichen und fair. Jetzt Firespin für Damage. Okay. Für jeden Zug Damage. Extra. Hagel, Firespin, ne? Immer so das kleine bisschen. Und jetzt versuchen wir gleich ein bisschen weiterzumachen. Einfach weil Molly gerade draußen ist. Ja. Ah, gut. Ja, gut, okay. Immer so ein bisschen Chip Damage. Ja. Muss noch jemand geheilt werden? Nö, wir sind alle fit. Nö, alle full. Full and ready. Jawohl. Ja, alles klar, Molly. Gut gemacht. Gut gemacht. Okay. So. What now? Könntest du überleben? Ja, das läuft gut. Sehr gut. Chance ist nicht schlecht. Den Kampf wir wollen sich jinxen, aber du bist eigentlich fast durch. Ne? Ja, der Champion kommt noch. Ich weiß nicht, welches Pokémon ihr Champion stimmt, ist. Aber das kommt denn ja noch. Kommt noch. Ich weiß nicht mehr, welches. Ich glaub, eins hat sie noch gar nicht gezeigt. Richtig, das letzte. Ja. Gut, kann mir nicht viel anhaben. Ich betreibe kurz Schadensbegrenzung. Ich werde jetzt nicht arrogant. Ja. Crit. Immer schön gediegen bleiben hier. Immer schön cheesen. Ja, alles klar. Kein Problem. Toxic is ticking. Und bevor der König rauskommt, bevor die Königin rauskommt, kann ich mein Team nochmal hochheilen. Das ist alles genau so, wie es sein soll. Das Togekiss ist überhaupt keine Bedrohung. Das ist nur ein Start-Sweeper. Ein Start-Staller. Ja. Word by you, Raikou. Jetzt nochmal, wenn ich jetzt nochmal Aurora Veil rauskriege. Aurora Veil, das kriegst du. Sehr gut. Sollte nicht so wehtun, ja. Ja, gut. Revive Posit für das Feld, oder? Ja, kann ich schaden. Kann ich schaden. Ne, just in case. Ich kann. Was war denn ihr Champ-Pokémon? Keine Ahnung tatsächlich. Ich weiß auch nicht mehr. Das Feld ist vergangen. Ja, das Feld ist weg, aber du hast ja noch Posit, um es wieder zu erneuern. So, ich habe 5 fast voll geheilte Pokémon. Und Sarah jetzt schlecht dran glaubt. So, was wen haben jetzt? Wir? Altaria, nein! Altaria. Das ist ein Mega-Altaria, das ist ein Mega-Altaria! Ja, stimmt, I remember. Das ist ein Mega-Altaria! Ich hab's vergessen, ja. Okay, Gift. Direkt. Direkt Toxic drauf und hoffen, dass es... Okay, ich sag dir, Noel wird dir nicht gehorchen wahrscheinlich. Ich sag dir, dass Altaria gleich mein ganzes Team wegsweept. Wenn dir Noel nicht gehorcht, dann... Ja, das kann sein. Ultra Applaus, you've yet to see the final act. Okay, also die sweept gleich mein ganzes Team weg, wenn ich Toxic nicht rauskriege. Ja. Oder? Nee. Das ist interessant. Das ist auch nicht so gut. Gut, während ich ihn jetzt heile, sweept sie wahrscheinlich nur L weg. Warum macht sie so viel Schaden? Nö, eigentlich nicht. Ah, das war durch den Aurora-Welt, der ist jetzt weg. Okay, es ist vorbei, eigentlich. Naja, aber ich will es auch nicht nur damit gewinnen. Vielleicht kann ich ein bisschen angreifen. Ja, ich finde das aber doof. Einfach jetzt nur wieder mit Toxic zu gewinnen. Ja, aber wie denn sonst? Dragon Fairy? Omega Altaria ist so süß, hat so ein plumpy Stomach. Auf geht's. Angriff! Attack! Ja, könnte viel Damage machen. Oh ja. Clean! Noch mit dem Toxic so nicely finished. Sehr gut. Schön! Gut, guter Fight. War schwierig, aber Pizza Juice hat mir hindurch geholfen. Wir haben Ciel besiegt. Nice. Gar nicht so lange gedauert eigentlich. Ja, wir sind beim zweiten Mal. Wir sind beim zweiten Mal durch die Fiore-Menschen gekommen und jetzt beim 5. oder 6. Mal durch Ciel. Sehr gut. Hammer! Hammer! Ich freue mich. Skydancer Ciel. Sit down. Bravo, my dear. You've stuck the landing. Oh nein. There it is! I received a victory this time! And I don't regret it in the least. Halt die Fresse, du bist salty as hell. Good show, Aiko. Good show. And Aiko's prize today is the suspension badge. Ja, suspension of disbelief. Wait, I lost it. The suspension badge bestows obedience of Pokémon up to level 80 for its trainer. And the ability to use the machine fly. Oh, das ist ein großer Game Changer. Crazy. But wait, there's more. Aiko has also won the TM for Acrobatics. Die ich schon habe durch die Bank. Achso.
Das weiß sie ja nicht, ne? A flashy move, a flashy shot. Wait, you already have it? Wait, what does... That's impossible! Wait, what? What? And for those of you anxious for their moment with Ciel... Find those battle passes! Thanks for coming, everyone! My voice hurts! Oh my god, bitte! Alright, that was very well done, both of you. Blah, blah, blah. Naturally. But! No more stunts like that in the future, Ciel. Ja, sorry, ich kann nicht. Ja. Can't keep up the voice. Das passt zum Satz. Sie hat richtig schlechte Laune. Ja. Ooh, me? I haven't a clue what you might be referring to. The only reason I went with it is because we are short of performances with Terra gone. Thank you for your benevolence and mercy, young master. Young master? Go back to sassing each other. Cute. Aber die Vorstellung, dass sie zu dem Publikum diese hohe Stimme hat und in person diese tiefe Stimme hat, ist schon irgendwie lustig. Yeah. I've got a closing ceremony to do. Nice. Hello, guys! Okay. Nice. Yo, I don't want to hear it. My battle was better than yours. Er war auf jeden Fall weniger schwierig und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. So, Whatever you say, Les. I think we can agree that both of our battles beat getting lost in a digital void. I'm not really in the mood to banter though, so I'm gonna go blow some steam and stuff and so. Ciao. Jo. Was das wohl bedeuten könnte. Ah, oh, I suppose you have business too, don't you? It's been quiet here lately. But I suppose that's to be expected. What is it they say? It's lonely at the top. Or perhaps... They only say that because they've already pushed everyone who cared for them away. Well, Samson is so easily to bully. One can hardly blame me for it, right? And that's kind of our thing. Terra... Well, she has her moments, I suppose. Weiß nicht, ob ich da zustimme. When she isn't stabbing us in our provincial backs, that is. There was another, you know? They came out here not long after I did, and I brought their... And brought their own act, my French. And I think they expected more from me than I could give. It was my cousin. But I was afraid that if I let the pieces of my old life trail behind me, they would drag me down. I was perhaps careless. I suddenly feel as if I owed them an apology. Der Text ist komplett neu in Episode 19, möchte ich mal anmerken an der Stelle. Wieso vieles? Maybe I shall attempt to reach out to them. Ah, but enough of you lingering just to hear me drivel on. You intend to go back to the city, don't you? Best of luck, wherever you go, I go. Okay. Woo! Nice. Jo. Jo. Gleich sind sie geil. I will not say I miss them. Ungoth and ableless as they both may be. I don't need to say that I miss them for everyone to know. Perhaps I should work on my acting after all. Ist ja schon ein bisschen süß, dass sie Terra noch lieb hat. Wenn's auch sonst keiner tut. Okay, liebes Superteam. Stimmt. Das habt ihr gut gemacht. Und wir wissen alle, was jetzt passiert. In der Tradition der Staubstube nehmen wir Ciels stärkste Yu-Gi-Oh!-Karte entgegen. Oh, Altaria. Yeah. Aber das machen wir dann am Anfang des nächsten Parts. Das möchte ich jetzt nicht machen, während Pizzajuice hier noch unser Gast ist. Wir tauschen einmal das Team aus und machen noch ein bisschen weiter. Ein paar Minütchen noch. Ja, danke Samson, dass du da warst und uns moralisch unterstützt hast. Ja, er war da. So. Ja, Bausett ist basically ein Cheatcode, aber was soll's. Serva, sehr gut, wie immer eigentlich. Molly hat wieder getankt, wunderbar. Echo war auch da. Und Noel, ja, hat gemacht, was er soll, vergiftet. Ja. So, wen haben wir denn lange nicht mehr reingenommen? Komm, vielleicht. Corey, du kriegst mal wieder eine Chance. Terra ist einfach komplett useless, also... Das Shiny Bob ist so cool, ja. Mann. Ah ja. Ah ja. Und dann nehmen wir noch... Rifol mit rein. Meine Baldur's Gate 3 Protagonistin, so. Okay. Raus hier. Oh, Zwischensequenz, die ganz neu ist. Die ist auch neu, ja? Ja. Ist auch neu. Bin gespannt. Let's waste no time.
Solaris should return any moment, and it is best the message reaches him before he has more decisions to make. Um dich nochmal in Kontext zu setzen, beziehungsweise zu erinnern, es geht jetzt darum, dass Ace Solaris nochmal darüber in Kenntnis setzen will, dass Lin Bad News ist. Sie wollen jetzt quasi Lin ausliefern. Ja. Kannst du denken, ob das funktionieren wird oder nicht? Dearest friend and commander of the stars, before I probably begin, I would like to iterate that I am keenly aware it is not my station to question your judgments. Indeed, I hope you will kindly recall my steadfast and loyal servitude to the family throughout these many long years. It is thus in mind of my pure fidelity that I urge you consider my words here not as a slight of your judgment, but as a caution of due and earned respect. If left unchecked, Lin will undo the family we've worked so tirelessly to hold together. She believes her unfailing effectuality grants her immunity, and I fear she may soon be correct. She has made no small number of motions against our own behind the curtain for some while already. She only grows bolder with the passage of time, most recently going so far as to threaten the life of your own son. She has no respect for all that the little prince is, both your heir and your hope for the greater future. In fact, I believe his removal will suit her quite directly. The family and its history are the core of our team. Should the lineage falter, then I ask, what still gives you full control and rights beyond the shadow of a legacy? How many of our former friends still remain loyal even now? Ace, wir haben's kapiert. How many are simple beside us to further their own selfish goals? I beg you to take action and exorcise Lin from the organization before she tends it any further. With desperation and hope, your ever faithful fool, Nashira. Oh, der wahre Name. Wow, character name reveal. Nashira. And with that, send. Huh? Well? Oh man, das ist ja so cool, hä? Das war bei mir nicht. Shit. What is... Lin hatte was dagegen und Ace ist nicht mehr. Und ich kann ehrlich nicht sagen, dass ich traurig bin, auch wenn ich Lin auf den Tod hasse, als den klischeehaften, eindimensionalen Charakter, der sie ist. Ace ist nicht viel besser. So. Hier ist wie immer nichts los. What the gates? Kriegen wir jetzt Ultra Potions? Kriegen wir jetzt Ultra Potions? Ich will Ultra Potions. Glaube nicht. Ja. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube noch nicht. Nee. Hyper Potions ist wahrscheinlich. Ist das vielleicht in der nächsten City? Ja, das könnte sein. Ultra Ball, Hyper Potions, okay. So. Ja, ein paar Evolites kommen. Ach, hier gibt's den Evolit! Ja. Könnte auch neu sein. Gut, hier ist noch nichts zu tun. Ja, dann können wir jetzt tatsächlich fliegen. Das ist schon einigermaßen cool, weil sich uns jetzt die ganze Welt öffnet, also ganz Reborn. Können wir jetzt nochmal revisiten und gucken, ob an den Orten neue Dinge geschehen. Aber vor allem möchten wir natürlich Reborn City nach all der Zeit wieder in unsere Arme schließen. Wahnsinn, dass wir in diesem Spiel endlich fliegen können. Cool, cool, cool. Wir können jetzt hier überall hinfliegen. Wir werden uns beim nächsten Mal ganz viel Zeit nehmen, das auch alles zu erkunden. Aber jetzt laufen wir erstmal ein bisschen nach Agathe. Können wir natürlich noch nicht. Dann fliegen wir jetzt erstmal ganz straight zurück zu Route 1. Cool. Ja, genau. Also, wie gesagt, wir nehmen uns ganz viel Zeit, das alles zu erkunden, aber das machen wir dann beim nächsten Mal im großen Erkundungspart. Ah, du hast so eine Mod an, wo man die Hidden Items sieht. Das ist sehr praktisch. Ja. Ja, Pizzajuice, wie weit bist du aktuell mit Pokémon Reborn? Ja, ich bin eigentlich gerade bei der letzten Hürde. Ne? Dann vor Episode 19. Wir haben gestern zusammen Reborn gespielt, aber du hattest den Kollegen noch nicht geschafft, ne? Genau. Ja, genau. Ich werde mal nicht sagen, wer es ist, ne? Ja. Ein Arena-Leiter. Ja, es ist ein Reliner und es ist ein Doppelkampf, was auch die absolute Hölle in Reborn ist. Mit Feldeffekten. Mit Feldeffekten und auch mein Personal Nemesis. Ich hasse Doppelkämpfe. Ja. Schön. Sagen wir es mal so, viel Steinhagel. Ja. Und wenn du das dann geschafft hast. Das ist eine Qual. Und wenn du das dann geschafft hast, haben wir natürlich ausgemacht, dass du wartest, bis ich zu dir aufgecatcht habe. Genau, dann warte ich, bis du aufgeholt hast. Das dauert ja eigentlich gar nicht so. Ja. Länger? Wie man jetzt gerade sieht, dauert es tatsächlich nicht mehr so lang, weil ich in letzter Zeit süchtig nach Reborn bin.
Dann gehen wir beide blind. Ja. Die New Episode. Ich bin schon sehr gespannt. Auch wenn technically für mich alles blind ist. Das aber Finale, ne? Das Finale, die Top 4 und das große, große Postgame. Genau. So. Ich will mir wirklich gar nicht vorstellen, wie in Pokémon Reborn die Top 4 aussehen. Also wahrscheinlich alle Level 100. Nee, also tatsächlich gibt's das Level Cap von 100 nicht hier. Die gehen über. Wow, stimmt. 100. Das geht dann drüber. Ja. Gut, dann ist das meine Pokémon Level 90 sind etc. ja gar nicht so hoch, ne? Ja, genau. Wow. Ja. Da freue ich mich ja schon drauf. Die Musik ist hier voll am Jammen. Ja, ich freue mich schon auf die 6 legendären Pokémon in den Teams der Liga-Leiter. So. So, ich habe mich noch einmal mit Pizzajuice abgesprochen, was wir denn jetzt für die letzten paar Minuten machen. Ich möchte Reborn City jetzt doch nicht betreten, weil das, glaube ich, ein eigener Part sein muss. Deswegen werden wir jetzt tatsächlich schon mal noch ein paar Orte erkunden zusammen, damit wir einfach noch ein paar Minuten zusammen sein können. Pizzajuice hat richtig Bock, der hat richtig Bock. Ja, mit voller Elan. Er hasst mich. Was hier hinten ist, das werden wir später erfahren. Es sieht grundsätzlich sieht's ein bisschen aus wie Leipzig, muss ich sagen. Okay, also, da ist der Augustusplatz, ja, ja genau. Also, klar. Sieht, das hier alles sieht so ein bisschen aus wie Sachsen, könnte man schon so sagen. Aber gut, keine Politik in der Staubstube. Okay. Ja, gehen wir doch nochmal nach Kalkanen City, arbeiten uns von oben nach unten durch. Ja, wir machen noch 10, 15 Minuten und dann hören wir einfach spontan auf. Jawohl. Hi, Charlotte. Oh, die ist auch einfach hier. Oh, you're back. I'm still here, stuck on guard duty. A.K.A. Make faces at Team Meteor for the Bayer duty. It's tedious, but at least Sapphira's sleeping for once. Of course, only on the promise that I'd wake her up the second anything happens. But like I'm gonna do that. Besides, it seemed like it's already too late, huh? Ja, also man bekommt in einigen Orten noch mal ein paar aktualisierte Events dafür, dass man jetzt Fliegen besitzt. Finde ich ganz nett. So, die Gang ist gerade nicht hier. Anna und Co. Gibt's auch nichts Großartiges zu bestaunen. Ah, Kane. Den darfst du gerne sprechen. Der passt zu dir. Ja. Anna! Oh, Aiko, you're not Anna? I hope. Sorry, we're a little on edge here. And not the good kind of edge. All of a sudden, the twins went missing. Anna said Nostra wanted to show her something and that they'd be right back. I should have gone with them. Hardy and I have been searching all over for them, but there's totally no sign at all. I have a bad feeling about this. Have things been going better on your side? Sure. No. I don't really care. Fuck off. Okay, die Gang ist verschwunden, das ist in Ordnung. Die finden wir später bestimmt wieder. Ja, das ist Kalkanen City, spannend. So, Agatha Circus waren wir gerade. Mit Tween Mountain dürfte es jetzt nicht so große Revelationen geben. Da waren wir auch vor kurzem erst. Also ich denke, hier ist alles noch relativ gleich. Gibt jetzt auch nicht viel. Gut, wir könnten einmal ins Labor gehen und gucken, ob die Twins hier sind, fällt mir gerade ein. Glaube ich aber mal eher nicht. Das wäre ein bisschen zu offensichtlich. Ich denke nicht, dass wir die aktuell wiederfinden. Nee, die sind nicht hier. Ja, dann ist das okay. Dann gibt es ja gerade auch nicht mehr so viel zu sehen. Celestine Cascade. Genau, wir können auch mal die Fiore-Menschen besuchen. Mann! So. Ah! Hi! Hallo! Cyrus! Services relaxing pathway in the water. Pet Cyrus. Ist ja süß. Yes. Quala hätte ich auch gerne. You feel like you just put your hand in a glass of water. Okay. Okay. Gepettet. Ja. Julia scheint zu schlafen. Willst du das synchronisieren, oder? Sehr schön. Richtig gut, muss ich schon sagen. Okay.
Route 1 waren wir gerade. Barrel Ward, da gehen wir später hin. Hidden Cove, was ist das? Ach, das ist wahrscheinlich Lunas. Ach nee, das ist das kleine Seehaus. Ah, hier. Hier gibt's vermutlich aber auch aktuell nichts. Genau. Kann man noch mal hinfliegen, um ein paar Pokémon zu fangen, vermutlich. Aber sonst brauchen wir erstmal nichts. Ja, geht schneller, als ich dachte, mit dem Erkunden. Ja, doch gar nicht so viel geupdatet vielleicht. Ja, es ist vor allem gerade einfach nicht so viel passiert. Ne? Ich denke, dass man die Orte jetzt vor allem wegen Pokémon-Fangnöten anfliegen kann. Vainhaine Labyrinth ist wahrscheinlich zu. Ach nee, kann man rein. Kann man rein. Cool. Aber hier gibt es ja gerade aktuell nichts. So, ja. Ich nehme mal an, die Meteors laufen jetzt mittlerweile nicht mehr hier rum. Jo. Sonst mache ich sie rund. Nee. Ja, und beim nächsten Mal dann der große Reborn City Revisit Part. Mhm. Wird spannend. Sehr spannend. Kann mich kaum halten vor Spannung. Okay. Wie viele Hidden Items es hier gibt? Ja. Das ist eine der besten Mods, muss man schon sagen. So, ich brauche die Items. Ja, das ist schon sehr. Ich brauche die Items vielleicht nicht, aber es hat was Befriedigendes. Das ist irgendwie das Satisfying, sie einzusammeln, ja. Ja. Schön die Map zu cleanen. Okay. Spinal Town. Gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sarah gerade auch nicht mehr da ist. Alle wichtigen Charaktere sind gerade vom Plot verschluckt worden. Ah, so ein schönes Haus. So ein schönes Haus. Nicht wahr? Ja, ist danke, süß. Dankeschön. Bitte tschüss. Ja. Das ist mein Zimmer. Das ist Pizza Juice Zimmer. Okay, I take that. Gott, dieses fucking Glasrätsel. Ja, was keinen Sinn ergeben hat teilweise. Schrecklich. Okay, er ist nicht da, alles klar. Terrible. Ja, da filmen wir doch den Part richtig gut, Mensch. Ja, das ist richtig guter, interessanter Content. Ja. Ja. Hörst du denn? Hab schon abgeschaltet, oder? Als ob da jemand zuguckt, hier guckt niemand zu. Ich sehe dich, Jimmy. Schön. Ja. Dich, genau dich. Route 1, genau. Dann haben wir das schon alles erkundet. Dann gehen wir eigentlich hier nochmal zum Bybixton Wasteland. Zu Ayas Mutter. Komm, wir besuchen mal Ayas Mutter und sagen ihr, dass ihre Tochter entführt wurde. Oh yeah. Gegen Ayas Mutter habe ich nichts. Alright, listen here, you stupid flashy hunk of mechanical junk stuff. You were basically just installed. You have no business going around breaking already. Now you fix yourself right now, or you are grounded, or whatever it is machines don't like. Ist sie nicht precious? Süß, so niedlich. S-Tier. Oh! Mensch! There, it listened. Guess you're not so bad after all. What now? Like, really, what does that thing think it's doing here? Shoo! Get out of here! Go back to wherever you came from! It's just one thing after another, isn't it? Oh, for fuck's sake, why? Was ist das denn? Das ist ja großartig! Ja, die spawnen jetzt endlos Pokémon. A little life advice. If anyone ever asks you to convert your house into a gym, punch them in the face and run far, far away. Ja, da weiß man, warum Aya geworden ist, wie sie geworden ist. Droppt einfach die F-Bombe. Ach so, ja, gut. Dann kann ich sie wohl nicht behalten. Ciao. Ich hätte euch eh nicht gewollt. Drecksviecher. Weg da! Oh, das ist süß. Der Bodyblock dich einfach. Nee, nee, nee. Ah. Oh. Hier ist der Power of Debug. Wunderschön. Das ist Pizza Juice Wohnzimmer. Ja. Das ist meine Wohnung. Cool. Guter Content. Sehr interessanter Besuch. Danke. Das war schon lustig. Okay, komm, wir erkunden jetzt gleich einmal alles außer Reborn. Das sind, glaube ich, sowieso. Ich glaube, wir haben auch schon so ziemlich alles. Ja. Ja, wir können nochmal. Das war gerade das Spannendste. Wir können uns nochmal den Afafel Beach anschauen. Barrel Ward. Nee, das ist noch nicht. Genau, das ist die Fajore-Menschen, das ist Route 1. Ich finde es interessant, dass wir Lunas Arena nicht anfliegen können. Hm. Solia, Deepwoods. Ah, gut. Bei Afafel Beach gibt es, glaube ich, das eine oder andere, was wir jetzt machen können. Das machen wir noch und dann ist Schluss. Ach, hier. Beide sammeln. Das war wichtig. Ja. Ba, 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 ba.
Sehr coole Musik hier. So. Und wir haben jetzt auch Taucher. Das heißt, beim nächsten Mal werde ich dann auch ein bisschen das Meer erkunden, was es da noch so rumzutauchen gibt. Hi. Ja, bitte, Juice, erzähl mal noch eine interessante Anekdote, um die paar Zuschauer, die noch da sind, am Bildschirm zu halten. Ja, die Anekdote ist, dass niemand traurig darüber ist, dass Kiki tot ist. Mhm, das stimmt. Ich würde sogar sagen, ganz im Gegenteil. Ja, absolut. Und das ist eigentlich auch alles Relevante, was man über Reborn wissen muss. Dass Kiki halt ein Stück Scheiße ist. Wahr, denn sie ist tot. Wahr, ja. Und sie kommt auch nicht wieder. Toxic for Life, das tätowiere ich mir morgen. Warum kriege ich hier... linke Arschbacke? Ich habe keinen Schutz ausgerüstet. Das kann ich ja auch nicht sagen. Keinen scheiß Schutz ausgerüstet. Wolltest du nicht das Level 52 Wingard haben? Auf Level 53 hätte ich es genommen. Naja, dann... So. Was geht eigentlich mit Pelipas Auge? Was geht mit seinem Mund? Ja, das ist normal, ne? Okay. Haben wir mittlerweile schon Kraxler? Ah, fuck it. Ah, ja. Erstmal Focus Blast mitnehmen. So, hoppala. Upsi, hier bin ich ausgerutscht. So, ich glaube, hier gibt es nichts großartig Spannendes, weswegen ich nochmal rein wollte. Nee, das lassen wir mal. Da habe ich gerade kein Bedürfnis zu. Jo. So. Zu den Kampf von Ciel nochmal machen? Ich kämpfe jetzt gegen zwei Seals. Wie soll man denn da rankommen? Stimmt, das geht ja. So vorsichtig kann ich. Also, technically gar nicht. Ja, wenn man vorsichtig auf die Taste drückt. Ah, doch jetzt. Das ist echt ein Gemäre. So. Warte, was? Oh, cool. Oh, shit. Oh, CL 2.0. Die ist ja eine richtige Herausforderung. Okay. So, Pizza Juice, jetzt drück mir nochmal richtig die Daumen. Jetzt wirst du komplett von der gesweept. Natürlich hat die Ice Punch! Jo. So nämlich! Au. Ins Gesicht. Raichu. Drain, drain, drain. Natürlich. Okay. So. Weefull sweept euch jetzt weg. Ja, gut. Blaziken. Shiny. Cool. Interessanter Trainer. Wow. Weefull macht sie einfach platt. Oh, Lucario. Ja, bin fast froh, dass mein anderes, dass meine anderen auch nochmal ran dürfen. Ja, sucks to be you. Oh. Wow. Unbreaking Spirit. Aber du hast verloren. Ah, das ist der Quine-Trainer, falls man quinten möchte. Ah, cool. Okay, Akademie schauen wir uns nochmal an. Da dürfte es auch nicht mehr so viel geben, aber vielleicht ist Victoria da. Und dann sind wir durch. Dann hast du es geschafft, Pizza Juice. Bist sicherlich schon traurig, dich verabschieden zu müssen. Hast du gerade fucking gegähnt? Nee. Okay. Ich hab gehustet. Achso. Dankeschön. Ding, 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 ding. Ja, alles relativ unspannend. Das hat sich alles sehr geändert. Fast eine andere Map, du. Hier ist das Gewürfel, dass wir den Fernseher geklaut haben. Ja. So eine pointless Quest auch. Oh, wir können einmal noch Fernsehen schauen. Mal gucken, ob was Neues kommt. News. Breaking News with Gossip Gardevoir. Hello everyone, it's me. Ja, ja, ich will einmal wissen, ob es neu ist. Ja, ist neu. Reborn City needs your help. Do you have a passion for tinkering, making things, organization, helping others, or do you just want to make a difference in the world? Then stop by your local grand hall today and register with the City Reconstruction Project and find out how you can make a difference, Pizza Juice. With your help and our efforts combined, we can make Reborn the shining city it was always meant to be, one brick at a time. Eh? A demonstration? What do you mean you want me to move those bricks? I'm a Gardevoir, not a Mashoke. Leave that kind of work to the Pokémon that are designed for it. Ouch. What do you mean that's offensive? Look, you are the one who wanted me to do this commercial. You're still gonna pay me anyway, right? Stay tuned to find out. Okay, interviews. Wow.
Gossip Gardevoir's interview intermission. Hello, Gossip Gardevoir here in the interval. I'm here today at the homestead and Gimstead of one of Weebon's most Gimstead. Yeah. Of one of Weebon's most popular trainers, Miss Amaria Fiore. Okay. Denn die steht uns vielleicht auch bald bevor. Unfortunately, and in a surprise twist for our interview intermission, Amaria's actually not available for comment right now. Seeing as she is currently setting up for battle. There's been quite a lot going on in this bubbly beauty's life, but luckily, your truest friend, Gossip Gardevoir, is here to catch up to speed. See, after a recent accident of questionable self-inflicted causes, Mrs. Fiore here has developed a sudden textbook case of retrograde amnesia, and as such, has forgotten everything that's occurred in recent events, including things that should have been precious to her and her loved ones. The battle that's taking place today is not between her and the challenger, but between her and the representative of the Reborn League, to assess if she is still able to retain a position despite her condition. Everything is on the line for Amaria today. If it proves that her battling ability went down the drain with her memory, she could find herself out of a job in a snap. Let's cut to the battlefield now and see how she's doing. Oh, there's nothing happening? Have they not started yet? What do you mean they already finished? Das geht ja ab. I was still giving the intro. What kind of battle was that? Oh, I see. Well, folks, in a turn of events that is at once altogether unsurprising yet unexpected, in the time it took me to preface the battle, Amaria has already beaten her opponent for a flawless 6-0 shutout victory. Yeah. Typischer Sounds like Reborn. Ja, typischer Reborn-Arena-Leiter. 90% von Pizzachus Arena-Leiter kämpfen. Gotta hand it to the woman of the water. She sure knows how to click onto her talent, even when she loses everything else. And that, my dear viewers, is exactly proof as to why she is one of Reborn's most famous gym leaders. Dankeschön. Okay, nochmal Profiles, dann ist die Scheiße endlich zu Ende. Die Scheiße. Jesus Christ. A special report from the Investigation Squad. Okay, wen kriegen wir? Ah ja, unsere nächste Herausforderung. Today I'd like to talk about Reborn... Du darfst, bitte. Today I would like to talk about Reborn's Fairy-type gym leader, Adrian Flores. Personally speaking, I've only gotten to know Adrian very recently. But I'd like to think that in our time working together around Reborn City, we've become pretty good friends. Adrian's that sort of person who knows how to sing Zir spirit into every syllable. And believe me, it shows. In just a small amount of time, she's been around. Wie spricht man das aus? She's been able to attract more people to Xir life and Xir cause than anyone else I've ever met. Hold up, that gives me an idea. I've got a feeling that Adrian would give some out-of-this-world dating advice. Listeners, if you'd be interested in having Adrian on the show for a segment, why don't you hit us up on Cheddar and let us know what questions you'd have? But back to the Silverherald's Silvertongue's day-to-day dealings. Don't mistake Seer's softness of heart for softness in battle. Adrian's battle style numbers and doubles. Yeah. And a fairy pairing makes a very scary and unfair and bullshitty team tearing into challenges left and right. In particular, watch out for Florgus, Rhinon, a Pokemon that might as well run in Sir family. With mixed moves to pack a Pixie Punch and more bulk than a beefed up Blissey, it's gonna take a team effort to uproot this flower bullshit. Dankeschön, DJ Arclight. Das ist genau die Info, die ich brauchte, um den Kampf zu gewinnen. Ein Team-Effort halt, ne? That's all for now. But remember, trainers, give it a lot. Okay. Nein, sie ist nicht da! Victoria! Okay, es reicht. Es reicht! Gut. Gut. Vielen Dank für deinen Beistand gegen Ciel und für deinen Beistand bei der Erkundung Pokémon Reborns. Ja, vielen Dank, mich Start gehabt zu haben. Ich hab dich halt durch den ganzen scheiß Kampf gecarried, aber. Beim nächsten Mal. Und durchs Entertainment auch. Werden wir Reborn City durch den Noteingang betreten. Und ich übernehme jetzt das Let's Play.
Mal gucken, was so aus der Stadt geworden ist. Und dann stellen wir uns wohl und übel Adrien irgendwann, um den Feenorden zu erlangen und Pizzajuice zu zeigen, wie geil es ist, der Geilste zu sein. By the way, der Feen-Typ ist die dümmste Typ-Introduction in der Historie von Pokémon. Und er ergibt keinen Sinn und er ist lächerlich und er ist stupid. Und sie hätten auch einen Typen erfinden können, der straight up Stuhl heißt oder sowas. Okay. Ja, und deswegen struggelt Pizzajuice so mit jedem Kampf. Ne? So. Im Leben. Weil er einfach keine Ahnung von irgendwas hat. Ne? Ja. So. Ja, schön, dass du da warst, mein guter Freund Pizzajuice. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ich gehen darf. Bis zum nächsten Mal. Pokémon Reborn in der Staubstube ohne Pizzajuice. Gott sei Dank. Du hast die Artmod.